Hallo und ein herzliches Grüß Gott aus dem wunderschönen Wolfsbach. Ja, heute wieder eine Folge. Letzten Tag kam nix. Da wollte ich aufnehmen, hab's aber nicht ganz geschafft. Jetzt bin ich wieder da. Und dieser eiserne Kerl hier hat diese zwei Katzen verschoben, warum auch immer. Es hat ihm nicht gepasst, dass sie links und rechts hier quasi von der Tür standen, vielleicht aus Sicherheitsbedenken oder wie auch immer, Sicherheitsgründen. Sind jetzt diese Katzen verschoben, wie auch immer. Vielen Dank, Herr eiserner Kerl, bedanken wir uns lieber. ich habe schon einen fertigen Brunnen gezeigt, hier vielleicht nochmal. Es gab ein paar Unklarheiten, Ungereimtheiten. Es wird kein Wasser von oben herauskommen. Und zwar das hier ist nämlich kein Brunnen im herkömmlichen Sinne von mit Wasserspielen und bla bla bla. Sondern das hier ist wirklich das Wasser, das sich die Dorfbewohner holen können. Also hier unten, ich gehe mal tauchen mit euch. Hier ist wirklich diese Pumpe, die was das Wasser vom ehemaligen Brunnen hier herleitet. Ja, also ihr könnt euch das in den vorherigen Folgen anschauen, wie ich das gebaut habe. Also das ist richtig das Wasser, was die Bürger sich holen können zum Trinken und so weiter. Ja, also das ist absolut ein richtiger Brunnen halt zum Wasserschöpfen und kein reiner Zierbrunnen. Ja, dann bin ich euch noch dieses Haus hier schuldig, die Einrichtung von diesem Haus zumindest. Gehen wir mal rein. Da das Haus relativ wenig Wohnfläche hat, habe ich diesem Haus mehr, mehr was Hochwertigeres zugesprochen. Also ich habe hier richtig so mit Quarz, mit Marmor gearbeitet. Hier so Schneideflächen, ne, und Arbeitsflächen. Hier hier quasi links und rechts jeweils ein Herd mit dem Kamin dahinter, der nach oben geht. Auch hier, ne, Wasserschöpfer. Alles da, was man so braucht. Ne? Man muss ja Wasser holen vom Brunnen und hier dann reingießen etc. Ne? Also es ist ja alles nicht so leicht. Und hier eben zwei so Sitzmöglichkeiten, auch eben mit Klapptischen sogar, ja? Also so Klapptische. Ganz der letzte Schrei hier in Wolfsbach, muss ich sagen. Und auch hier eben sehr hochwertige Sachen, weil eben die Wohnfläche doch relativ bescheiden ist. Ja, hier geht der Kamin hoch und Kamin ist da oben. Hier ist eine Sitzfläche. Hier kann man sich hinsetzen, Buch lesen oder so, ne? Also eben quasi so wie das Wohnzimmer sozusagen, wenn unten die Küche ist. Und hier oben haben wir das Schlafzimmer. Ja, eigene Lampe, ein paar Sachen für Klamotten und sowas, was man halt braucht. Alles gut. Ja, hier draußen noch der Balkon. Der ist natürlich auch beleuchtet, keine Frage. Ja, da sieht man runter auf Maismähne. Hallo Maismähne, ich bin's. Ja, hat sogar hier mit dem Schwanz gewedelt. Ihr seht, dass ich da bin. So, und hier sieht man eben die Rauchfänge hier von den anderen Häusern. Ja, ganz gut geworden, finde ich. So, also Einrichtung war ich euch schuldig noch. Das Haus selber habt ihr ja gesehen. Jetzt gehen wir rüber und... schon wieder eine Katze. Schon wieder eine Katze gespawnt hier in Wolfsbach. Hallo Katze. Habe ich einen Fisch dabei? Oh, ich habe Fisch dabei. Warte. Langsam anschleichen. Die säuft gleich ab, die Katze. Die säuft gleich ab. Komm raus, Katze, komm raus. Ja. Komm raus. Nein, sie rennt weg. Katze. Schau, ich habe einen Fisch. Warte, langsam. Guck mal, ich habe einen Fisch. Bleib stehen. Katze. Nein! Ha, perfekt! Hier werde mein... Haha! Werde meine neue Katze. So, jetzt bist du's. Na, komm mit. Du wirst meine Rathauskatze. Ja, das wird meine Rathauskatze. Komm mit, Kätzchen. Komm. Jetzt habe ich dich gezähmt, weil ich dir einen Fisch gegeben habe. Ja, braves Hundi. Braves Hundi. Aber jetzt geht's mal um die Katze. Wolf, du musst da sitzen bleiben. Das sind einer meiner Wächterwölfe. Na komm, Katze, komm. Komm, du wirst dich hier vor unser neues Gemeindezentrum setzen. Zack, genau, brav. Bleib hier sitzen, sehr brav. So, ihr Lieben, das Gemeindezentrum bin ich euch noch schuldig. Die Einrichtung, glaube ich, bin ich euch noch schuldig. Wir haben hier jetzt oben so eine riesige, schöne Luster, Laterne, könnte man sagen. Na, so eine richtig schön halt, habe ich da reingebaut. Und nicht verwundern, hier sind noch Fackeln. Mir ist heute aufgefallen, dass hier Monster spawnen. Und das ist etwas, was wir gleich jetzt in dieser Folge hier klären und erledigen werden. Wir werden hier unten noch Sachen einbauen mit Redstone. Ja,
damit das hier nicht mehr per Monsterfalle hier geht. Und ich habe hier den Weg noch gebaut offscreen und dieses Haus weggerissen, wie euch auffällt. Hier ist kein Haus mehr. Ja, ich habe ein bisschen offscreen gebaut, weil einfach das nicht funktioniert hat mit Aufnehmen. Hier habe ich wieder so eine Wand eingebaut, wie drüben hier, eben um diese Erde hier zurückzuhalten, ne? Sonst würden sie ja hier die ganze Erde langsam aber sicher irgendwann mal runterkommen. Ja, und hier, ihr Lieben, werde ich euch jetzt dann mein nächstes Projekt enthüllen, nachdem wir die Lichter da drin gemacht haben. Dann enthülle ich euch mein nächstes Projekt, das wir gemeinsam angehen werden. Und ich hoffe, dass es euch Spaß machen wird, weil es wird ein Haus, aber nicht irgendein Haus, es wird mein Haus. Ja, wie ihr sicher wisst in der Vergangenheit, ich habe mich immer um die Bürger gekümmert. Das kann jeder bestätigen hier. Und ich habe wirklich meine Schuldigkeit gegenüber den Bürgern bis jetzt immer wieder getan. Und ja, da kann ich mir schon so ein bisschen stolz drauf sein. Auf jeden Fall, um was es geht, ist... Wartet, ich hole mir das noch raus so. Um was es geht, ist... ich möchte mir jetzt endlich mal selbst ein Haus bauen. Es ist Zeit, dass ich mein eigenes Haus bekomme in Wolfsbach. Ja. Das habe ich wirklich, wirklich lange hinausgeschoben. Und immer wieder für die Bürger und für andere Treibenländer war ich da. Und jetzt ist meine Zeit gekommen. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Jetzt baue ich mir ein Haus. Ja, genau. Ich baue mir ein Haus. Das ist das nächste Projekt. Ich enthülle es einfach gleich jetzt. Ist doch eh schon wurscht. So. Weil, ich habe einen Beil. Nee, Blödsinn. Alles gut. So, also, los geht's. Wir, Delfine hat mich besucht. Vorhin. Hier im Treibenland. Und der hat mir hier Steaks vorbeigebracht. Das war ganz, ganz gut, wirklich. Und, Dankeschön nochmal an der Stelle, wenn du das hier siehst. Ja. Und jetzt gehen wir hier Sachen einbauen, ihr Lieben. Schaut mal. Wir werden einfach hier... Immer zwischen. Ich würde sagen, wir machen immer so drei Abstand. Genau, drei Abstand. Zack. Ich glaube, das ist ganz gut. Drei Abstand, ja, ja. Komm, drei Abstand ist gut. Hier wieder drei Abstand. Da drei Abstand. Drei, drei, drei. Dann wäre hier. Hier wäre noch eine Lampe. Dann machen wir aber... Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Machen wir es anders. Machen wir es anders. Hier und hier. So, wir machen das anders. So, 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 so. Besser. Okay, machen wir es so. Auch hier wieder drei, würde ich sagen. Okay, und dann machen wir hier noch eine. Ja, komm. Sicher, sicher. Und auch hier wieder hier eine und hier eine. Dann sparen wir uns sogar ein bisschen Quarz. Ja, dann können wir die Haushaltskasse in Wolfsbach wieder ein bisschen hinbiegen. So. Zack. Genau. Das ist ganz gut. Zack. Und da ist der lustige Mann am Klavier wieder für uns. Das ist doch schön. Doch richtig gut, ihr Lieben. Ist doch richtig gut. Der lustige Mann am Klavier. Das ist jetzt schlecht, aber ist okay. Es ist okay. Kann man verkraften. So, weiter geht's hier ran. Zack, zack. Und hier noch. Und hier noch. Dann hier ein rotes, da eins. Zack, zack. Und wir sollten jetzt genügend Licht haben, außer hier oben am Podium noch. Genau, hier am Podium oben habe ich auch gesagt, mache ich auf jeden Fall was. Ja, machen wir einfach hier direkt, ne? Das ist mir ehrlich gesagt jetzt zu teuer. Genau, das machen wir so. Schauen wir mal, ob ich das abfangen kann. Nee. Egal. So. Das ist mir zu teuer. Das machen wir so. Zack. Das ist mir relativ Banane, ob ich das verliere. So. Und so. Okay. Passt. Ich glaube, jetzt können wir die Fackeln abbauen.
Wir sind auch nicht alleine. Es sind ganz viele, viele Leute da. Es ist Marcel ist da, Massini, Elysion, Fasgard und ich bin da. Also es sind ganz, ganz wirklich irgendwie viele Leute heute auf dem Server. Ist auch ganz gut. So, und jetzt überprüfen wir hier nochmal den die Licht. Ne? Hier ist auch 7. Schaut euch das an. Hier ist 7. Ja, fasse ich es? Hier ist 7. Das ist total schlecht. Das ist total schlecht. Das ist doch total schlecht. Okay. Ist hier auch 7? Ja, ne? Kann sein. Das ist ja auch 7. Ja, doch, hier, ne? Hier war 7. Hier, was ist hier? Hier ist 9. Ja, hier war jetzt gerade 7, ne? Ja, hier ist 7. Ja, knallhart. Das fasst du doch nicht. Das geht doch auf keine Kuhhaut. So. Okay, na egal, macht doch nichts. Wir haben, wir wissen jetzt, dass es so ist. Wir werden es verhindern. Drei, ne? 1, 2, 3. Okay, ja. Hier 3, ja. Hier. Nee, Leute, wir müssen das hier ausleuchten, sonst, ne? Sonst kommt hier mitten im Gespräch ein Creeper rein und sagt so, ich will auch abstimmen. So, Mr. Creeper, warten Sie draußen. 9, 8. 8, hier wäre 8. Oh, hier ist sogar 7. Alles klar. Da drinnen ist sogar 7. Das heißt, wir müssen sogar hier hinten irgendwas machen. Lasst mich mal nachdenken. Reicht das? Würde das reichen? 1, 2, 3 hier. Testen wir das mal. Wenn wir hier jetzt eins reinstellen, würde das reichen, um hier den 7er zu entfernen? Ja. Jetzt ist hier 9. Ja. 12, 11, 12. Warte, das machen wir hier auch gleich diese 13. Ja, weil hier ist ja Licht, hier nicht. Ist wieder 7. Machen wir hier. Machen wir das hier dann auch gleich. So, zack. Machen wir das auch gleich hier. Ne, was wir haben, haben wir. Sicher, sicher. Oh, hoppala. Wo ist die Behutsamkeitsspitzhacke da? Zack. Okay. Ja, okay, jetzt bin ich beruhigt. Jetzt kann ich wieder beruhigt schlafen. Wir brauchen jetzt noch 1, 2, 3, 4, 8 Stück. Das heißt, wir bräuchten 8 Lampen und 8 Redstone-Fackeln. Okay, holen wir schnell. Holen wir schnell. Und dann geht's auch zackig weiter. Ach ja, das Dach bin ich euch ja noch schuldig, wie ich das Dach genau zugemacht habe. Richtig. Das darf ich auch nicht vergessen. Das machen wir aber dann gleich. Das machen wir dann gleich. Ich brauche noch eine Redstone-Fackel. Zack. Und ich brauche noch Lampen für 8 Stück. 5, 6, 7, 8. So. Okay, reicht. Haben wir. Wir marschieren sofort zurück auf die Baustelle und beenden das. Ja, da haben wir eine Katze heute wieder dazu gewonnen für Wolfsbach. Was aber okay ist. Na, Wächterwölfe und Katzen reagieren ja auf andere Dinge, oder schärfer auf andere Eindringlinge. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut so. So, zack, zack, zack und zack. Arg. Sowas ärgert mich. So, jetzt. 1, 2, 3, 4. So. Aber jetzt schauen wir gleich mal, ob das jetzt passt. 12, 13, 9, 8. Moment, hier ist 8, das ist okay. 9, 13, 9, 10. Was ist denn da hinten los? 8 ist okay. Und hier ist sowieso eine Lampe. Okay, und hier ist 8. Das ist auch okay. Passt, okay. Mit unserer Ausleuchterei passt das dann.
mit der Ausleuchterei, die ich hier angezettelt habe. So, hier nochmal. Ich habe doch 1, 2, 3. Okay, die letzte Reihe habe ich vergessen. So. Dann nimmt man das Material exakt mit und dann sowas. So und so. Okay, passt. Jetzt haben wir hier wirklich mehr als ausreichend Licht, würde ich sagen. Ja. Mhm. Ja, ist ganz schick geworden, finde ich. Kann man so lassen. Auch oben ist ausgeleuchtet übrigens. Hier auf den Spanen stehen überall Laternen. Das ist alles ausgeleuchtet soweit. Und, ach ja, richtig. Hier, komm mit, Hundi, komm mit. Mein Wolf, mein Wächterwolf. Komm zu mir, Wächterwolf. Na komm. Ja, komm. Bist ein ganz guter. Na komm rüber. Noch ein Stück. Ein Stück noch. Na komm. So, ja, passt. Passt. Alles ist gut. So, mal rückwärts einparken hier. So, guck mich mal an. Ja, schau mal zu mir. Oh, komm schon. Huhu. Kuckuck. Schau mal. Oh, interessiert ihn nicht. Hier, ne? Fleisch? Na klar. Gut, alles klar. Perfekt. Also, wir haben jetzt einen Wächterwolf und eine Katze da sitzen. Das ist ganz gut. Wächterwolf, Katze sitzen da. Das ist perfekt. Das Haus der Farben wurde umgebaut. Richtig, das war eine Nacht- und Nebelaktion. Ja, vorhin war es noch ein Diorithaus. Und das hat mir einfach absolut nicht gefallen. Und ja, am Anfang war ich noch begeistert, aber irgendwie ist das dann gefallen, die Begeisterung. Und die Bauaufsichtsbehörde ist natürlich auch wieder da hier. Baufsichtsbehördenvertretung. Mit der ITV-Kamera vorne in der Brust eingebaut. Ja, ja. Und ein Wolfsbacher Wächter. Sehr schön. Ja, das Haus der Farben. Innen hat sich nichts verändert. Innen ist es exakt dasselbe geblieben. Hier habe ich nichts verändert. Ich habe lediglich... Ich habe lediglich die Außenfarben verändert und die Birken habe ich geschält. Also im Endeffekt hat sich nicht viel verändert. Ja? Also im Endeffekt ist alles noch gleich geblieben. Und ich finde es jetzt wesentlich ansprechender. Man merkt halt Farbe, ne? Also hier die Farben gehen ineinander. Haus der Farben hat jetzt, glaube ich, viel mehr Bedeutung durch diesen Umbau. Und natürlich hat es auch ein Wolfsbacher Dach bekommen. Ein Wolfsbacher Dach hat es bekommen. Ja. Mhm. Ja, und auch in der... also quasi hier, das nächste Projekt, das wir anfangen, ist ja mein Haus hier drüben. Und wir werden irgendwo, entweder vorher noch oder gleichzeitig, wird hier die Birkenfarben wieder verschwinden. Und wir werden hier das Haus der Farben... Haus der Farben, sage ich. Die Glasmanufaktur Lupas Glas... wird bei uns behalten sie den Durchblick, sollte hier eigentlich stehen. Und das hier wird auch eine Neuerung erfahren. Ja. Aber da werdet ihr dann dabei sein, wenn dieses Haus seine Neuerung erfährt. Und ich würde sagen, wir sind jetzt ja bei den 20 Minuten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, euch gefallen die Neuerungen in Wolfsbach. Schreibt es in die Kommentare rein, was ihr alles hier... jetzt gut findet oder nicht so gut findet oder schön findet oder nicht. Und hier, ja, hier werden wir mein Haus hinbauen. Hier hin. Da kommt mein Haus hin. Ja, es wird ein bisschen länglich. Das kommt dann hier so rüber. Und ja, die Promenade bleibt hier oben so hoch. Die wird wahrscheinlichsterweise dann hier diese Holzvertäfelung weiterbekommen nach hinten. Also hier nach vorne noch ein Stück, damit das nicht abfallen kann. Ja, und ich werde quasi dann an der Rückseite hier von der Gemüsefarm wohnen. Und du, Wächterwolf, du kommst mit mir. Du kommst mit mir und wir verabschieden uns jetzt von den Zusehern, lieber Wächterwolf. Komm. Na, muss auch Tschüss sagen. Ja, komm, hier ein Steak. Oh, du Mager. Na gut, also dann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und es war mir natürlich wie immer ein Volksfest mit euch. Tschüss.